F zu dem A. Halt die Fresse! Agro TV. Ich krieche aus dem Dreck wie ein Wattwurm. Manipulier die ganze Szene mit nem Deutschrap-Mac wie der Wachturm. Es ist zu spät, hast du das Album gekauft? Dann stehen bald ein paar verschleierte Gestalten vorm Haus, die dich erst fragen, ob sie eintreten dürfen und dich danach, bis du sagst, ich möchte der Sekte gerne beitreten, würgen und dich dazu bekehren, mir dein Hab und Gut zu geben. Das ist in Zeiten der Downloadraten unter Fanbindung zu verstehen. Ja, ja, man tut, was man kann. Ich bin so nah an meinen Fans, wenn ich kacken muss, dann ruf ich sie an. Die Konkurrenz ist lächerlich und ich kann dennoch nicht lachen, so wie bei alten Leuten, die sich über Rap lustig machen. Ich rede mit der Bravo Girl über Szene, internen Stress und mit der Backspin über Themen wie den ersten Sex. Bei all dem Presserummel fühle ich nix und ich bin nicht anti-alles, ich befürworte mich, bitch. Ich scheiß auf alle und führe mein Leben im Blitzlicht. Rap braucht Abitur, aber ich nicht. Ich bin von der Schule geflogen, ich hab meine Direktorin mit ner Lehrerin auf dem Schulklo betrogen. So ein Pressewichser schoss ein Foto, doch ich winkte ab. Mach doch mal ne coole Geste, so wie ihr das immer macht. Ich musste ihm den Apparat in den Arsch schieben und er war dankbar für die kostenlose Darmspiegelung. Und wer verdient statt nem Echo-Verleih viel mehr Respektlosigkeit? CJ von Rap Soul vielleicht? Ich hätte gerne Plan von richtig guten Business-Moves, doch verwechsel immer zu Jimmy Blue mit Winnie Pooh. Ich provoziere Reaktionen der Leute, wie wenn Michelle Friedman auf einmal den Holocaust leugnet. Ich bleib im Biss und schreib Geschichte wie Franz Kafka. Und ihr seid widerwärtig wie ein Rabbiner, der dich ansabbert, ansabbert. Du fragst, wieso ich selten etwas außer Haus mache? Oh, es hat geklingelt, kurz mal aufmachen. Ja, Autogramme gibt's später. In meinem Garten geht es zu, wie in mancher Arena es gab. Wegen großem Gedränge schon Todesfälle. In meinem Swimmingpool zelebrieren sie die Laola-Welle. Ich hätte früher nie gedacht, was heute alles geht. Leute kommen und begrüßen mich mit Eure Majestät. Was geht? Dürfte ich euch um meinen Feature-Pack bitten? Du kannst dich wieder verpissen. Zurück zum Thema, was mache ich, wenn ich nicht gerade beschäftigt bin, dir ins Gesicht zu treten? Mr. Römer frisst einen Döner und lässt sich die Quittung geben. Fick deine Mutter, denn Sätze wie Fick deine Mutter würde kaum einer von mir erwarten. Also fick deine Mutter und Sätze wie Fick deine Mutter, lass